meine Lieben, willkommen zu dem heutigen Video. Heute machen wir praktisch mal so den zweiten Teil von insgesamt drei Videos, die sich mit dem Spielejahr 2017 und dann mit dem Vorausblick auf 2018 beschäftigen. Ich habe ja gestern meinen großen Gute-Laune-Awards-Rückblick gemacht. Ich hoffe natürlich, das Ding hat euch gefallen. Und heute kümmern wir uns dann tatsächlich mal um meine top verpassten Spiele aus dem Jahr 2017, denn je mehr ich über dieses Spielejahr gegrübelt habe, desto faszinierender finde ich es, wie viele geile Spiele ich gespielt habe und wie viele Spiele ich dann trotzdem noch verpasst habe. Ich habe tatsächlich eine lange Liste. Es sind 20 geile Spiele, die ich unbedingt noch irgendwie nachholen möchte. Einige von den Spielen möchte ich nur mal so aus Interesse mir einfach mal angucken, um zu gucken, ob das was vielleicht für mich ist. Bei anderen Spielen bin ich tatsächlich ziemlich heiß drauf und wiederum andere Spiele in dieser Liste. Bei denen habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass es diese Spiele in diesem Jahr irgendwie bekommen hat, bevor ich dann jetzt nochmal recherchiert habe, was für Spiele ich eventuell verpasst haben könnte. Aber ich würde sagen, da das Thema recht klar ist, dieses Video wird aber jetzt nicht so großartig ausschweifen, da ich zu vielen der Spielen eigentlich nicht wirklich was sagen kann. Denn ihr wisst ja von mir, okay, das Video wird doch lang, weil ich jetzt schon wieder anfange zu labern. Ihr wisst ja von mir, ich bin nicht so wirklich der Typ, der sich immer jeden neuen Trailer von einem Spiel angucken muss. Ich muss mir nicht sofort die ersten Gameplay-Videos irgendwie angucken. So habe ich zum Beispiel auch noch nicht wirklich viel vom Secret of Mana Remake mir irgendwie angeguckt. Und da bin ich ja auch sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube, das Ding hat auch noch gar kein festes Release-Datum. Wenn ja, dann steinigt mich. Es gibt bestimmt irgendwelche Spiele, die ich vergessen habe. Aber ja, ich möchte diese Spiele halt spielen, wenn sie rauskommen. Ich möchte die Spiele völlig frei und unvoreingenommen irgendwie genießen. Und es macht mir halt nicht wirklich Spaß, mir vorher über alles Mögliche zu informieren. So habe ich zum Beispiel auch, alle haben mich immer gefragt, ey, hast du die Monster Hunter World Beta gespielt? Und ich so, nein, ich will keine Beta spielen. Ich möchte das Spiel spielen, wenn es raus ist. Und ich finde, wenn man vorher die Beta spielt, dann irgendwie, es ist nicht so das Gleiche. Man macht sich das Spiel kaputt, man spoilert sich für das Spiel. Ich möchte das Spiel so, wie es dann fertig rausgekommen ist, auch für sich erleben. Und deshalb kann ich zu vielen dieser Spielen auch nicht so unglaublich viel sagen, außer dass ich mir vielleicht mal den Trailer angeguckt habe. So, auf Platz 20 haben wir Cuphead. Und Cuphead ist deshalb nur auf der 20, weil ich Cuphead ja schon halb gespielt habe. Das heißt, ich habe Cuphead nicht ganz verpasst. Aber ich habe Cuphead auch noch nicht so in der ganzen Fülle durchgespielt und für mich persönlich immer gespielt, wie ich natürlich gerne würde. Ich habe aber trotzdem vor, im nächsten Jahr mit Tim Cuphead noch einmal zusammen durchzuspielen und mir dann natürlich, wenn es irgendwann mal als, gibt es schon als Retail, keine Ahnung, auf jeden Fall will ich irgendwann mal Cuphead als Retail-Version natürlich haben. Das Ding wird, wenn es nicht schon gibt, irgendwann garantiert sowieso als Retail-Version rauskommen. Und dann hole ich es mir und dann kann ich es auch nochmal hier in Ruhe spielen. Aber ich finde Cuphead natürlich schon mega geil. Aber weil ich es, wie gesagt, schon halb durch habe, ist es hier nur auf der 20. Dann haben wir auf der 19 Sonic Forces. Und Sonic Forces ist natürlich etwas weiter unten, weil ich von diesem Spiel ja eher Schlechtes gehört habe und dann natürlich sehr skeptisch bin. Ich gehe aber deshalb auch mit recht wenig Erwartungen an das Spiel ran, was für das Spiel gut sein könnte. Aber ich möchte trotzdem jedem Spiel erstmal eine eigene Chance geben. Ich möchte eigentlich nie von vornherein Spiele irgendwie verurteilen und sagen, das ist nichts für mich. So wäre ich generell auch ziemlich offen mal wieder für einen Shooter, so wie Call of Duty World War 2 oder Battlefield 1, die ja gerade in ihren damaligen Weltkriegen irgendwie in ihrer Zeit spielen. Und die sollen ja sehr authentisch sein und das soll sehr gut gelungen sein. Und sowas würde ich mir generell auf jeden Fall nochmal angucken wollen. Und weil ich da, wie gesagt, immer offen sein möchte für Spiele, freue ich mich auch ein bisschen drauf, mir einfach mal ganz in Ruhe, ganz unvoreingenommen Sonic Forces anzugucken. Auf der 18 haben wir The End Is Nigh. Das ist ja das neue Spiel von einem meiner liebsten Studios. Die haben Super Meat Boy gemacht und The Binding of Isaac. Und das hier ist jetzt irgendwie so ein Mischmasch. Es sieht total aus wie in Super Meat Boy 2, ist natürlich aber viel mehr von den ganzen Sprites vom Optischen her an The Binding of Isaac angelehnt. Und muss ich da mehr zu sagen? Ich meine, ich habe die beiden anderen Spiele geliebt und total gefeiert und ich werde auch dieses Spiel, finde ich, einfach nur tierisch geil und freue mich da sehr drauf. Auf der 17 haben wir, die Reihenfolge ist hier übrigens nicht unglaublich wichtig, ne? Auf der 17 haben wir Assassin's Creed Origins. Also, ich bin, habe ich ja schon gesagt, immer sehr, sehr offen. Ich habe allerdings so die Befürchtung, dass Assassin's Creed Origins einfach nichts für mich ist. Ich
kann den Finger nicht drauf legen. Viele finden dieses Spiel ja unglaublich toll. Ich habe allerdings wieder das Gefühl, dass hier dieses typische Ubisoft-Ding irgendwie vorherrscht. Dass die Welt zwar schön gemacht ist und alle freuen sich, dass es 4K ist, aber dass es für mich dann einfach von der Gestaltung her nichts Besonderes irgendwie hat, dass mich das Spiel nicht fesseln wird. Und dass es da auch wieder ganz viel belanglose Sidequests gibt mit, ich weiß nicht, wie gut die Story ist, aber ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial, dass ich dieses Spiel richtig gut finden können würde. Und deshalb freue ich mich da sehr drauf, mir einfach mal irgendwann nächstes Jahr vielleicht einfach mal ganz in Ruhe Assassin's Creed Origins anzugucken. Auf Platz 16 haben wir Fire Emblem Warriors und da ist es ähnlich. Also ich glaube tatsächlich, dass Fire Emblem Warriors für mich jetzt nichts unglaublich Neues ist im Vergleich zu Hyrule Warriors. Ich glaube, dass diese Spiele ziemlich ähnlich sind und wenn du das eine gespielt hast, hast du auch das andere gespielt. Ich kann mich dann natürlich völlig täuschen, deshalb werde ich es mir auf jeden Fall angucken und das Spiel einfach mal für sich beurteilen. Ich glaube aber halt auch nicht, dass mich jetzt die Fire Emblem IP so sehr reizen wird wie die Zelda IP. Es war einfach mal für mich etwas völlig Besonderes, diese verschiedenen Fraktionen zu spielen, mit Geharim und Ganondorf zum Beispiel mal irgendwie darum zu spielen. Und das fand ich einfach nur ziemlich cool. Und es war mal etwas völlig anderes, auch so viele alte Charaktere und so viele Charaktere aus dem Zelda-Universum zu spielen, wie den König oder Ravi oder so. Das war einfach mal was völlig anderes und abgedrehtes, während du bei Fire Emblem mit diesen ganzen Charakteren ja eh irgendwie schon mal gespielt hast. Und zu ganz vielen Charakteren habe ich auch keine Bindung, weil ich Fire Emblem nie in seiner Gänze mitgenommen habe wie die Zelda-Reihe. Und deshalb glaube ich einfach, dass mich Fire Emblem Warriors hier nicht so umreißen wird wie Hyrule Warriors. Und kann mich da völlig täuschen. Ich freue mich drauf, mir dieses Spiel mal anzugucken. Und ich sage noch, dieses Video wird nicht so lang. Ich bin ja jetzt schon. Auf Platz 15 haben wir Neck 2. Also, Neck und Neck 2, die sind ja so ein bisschen so ein Running Gag. Ja, immer wenn die Leute sagen, oh, aber ich glaube, dieses Spiel wird trotzdem besser als Neck 2. Das ist so ein Ding. Neck hat irgendwie so einen ganz komischen Ruf. Ich persönlich hatte allerdings sehr viel Spaß mit Neck. Ich fand, das Gameplay hat Spaß gemacht. Ich fand es gut poliert. Es war kein Meisterwerk. Es war jetzt noch nicht mal ein besonders richtig gutes Spiel. Aber es war ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Und ich fand die Story und diese ganzen Animationen durchaus irgendwie gut gemacht. Und deshalb freue ich mich auf einen zweiten Teil. So einfach ist das. Oh ja, auf Platz 14 haben wir Thimbleweed Park. Das ist ein Spiel, auf das ich mich schon sehr freue. Denn es ist von demjenigen, von dem Ron, der die Monkey Island Spiele damals geschrieben hat und Maniac Mansion und noch andere sehr bekannte Spiele. Und dieser Schreiber hat jetzt ein neues Spiel gemacht und das ist Thimbleweed Park. Und wenn man sich das ja schon so ein bisschen anguckt, dann sieht man hier schon die Akte X Anspielung. Es sind natürlich die beiden Charaktere hier, Scully und Mulder. Und ich glaube einfach, dass dieses Spiel sehr, sehr witzig ist. Ich habe mich noch nicht so richtig krass informiert, wie man das Spiel spielt. Ob es jetzt klassisch Point-and-Click-Adventure ist, weil das Ding war, ich musste dieses Spiel mir nicht weiter angucken. Ich brauchte keine weiteren Informationen als die, die ich hatte, um zu wissen, ja, dieses Spiel wird gespielt und ich werde es gut finden. Auf der 13 haben wir Kirby Planet Robobot. Ich habe mich nicht unglaublich viel über dieses Spiel irgendwie, ich habe mich da nicht großartig informiert. Aber ich glaube, dass Kirby Planet Robobot mir sehr gut gefallen wird. Das Ding ist, ich bin einfach voll in Stimmung für so ein Spiel. Und es hat mich so ein bisschen geärgert, immer, dass ich dieses Spiel, ich habe es immer mal gesehen und habe es dann nicht mitgenommen, weil ich immer so gedacht habe, ach Kirby, hast du schon so oft und so viel gespielt. Aber jetzt gerade bin ich total in der Stimmung für ein kleines, gemütliches Jump'n'Run auf dem 3DS. Ich weiß nicht warum, kann auch auf der Switch sein, meinetwegen, aber das Ding kam ja noch auf dem 3DS heraus. Und ich glaube einfach, deshalb werde ich sehr viel Spaß haben mit diesem Kirby Planet Robobot und auch, weil ganz, ganz viele sagen, dass dieses Spiel echt gut sein soll. Und auch so in diesem Vergleich mit Kirby's Return to Dreamland und diesen ganzen anderen Kirby-Spielen, die man schon so kennt, soll das Spiel trotzdem ganz gut sein. Und ich habe mich da schon bei Kirby Triple Deluxe getäuscht, weil dass dieses Spiel echt gut war und deshalb hoffe ich, dass ich auch hier ein sehr gutes Spiel spielen werde. Auf der 12 haben wir Splatoon 2. Ich muss dazu sagen, ich mag ja keinen Online-Multiplayer gegen andere. Aber ich finde es immer sehr, sehr schade, dass Splatoon nicht so wirklich was für mich ist und dass ich mich nie wirklich in den Singleplayer von Splatoon eingefühlt habe.
Das finde ich zum einen sehr, sehr schade, da ich ja damals auf dem Splatoon-Event von Nintendo war. Und damals hat mich das Spiel wirklich gefesselt. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber eben ohne diesen Online-Multiplayer-Gedanken. Und ich habe einfach immer gerne Spiele hier, die man auch einfach so für sich als Multiplayer-Spiel irgendwie spielen kann. Und ich glaube, dafür hätte ich Splatoon sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, dass mich der Singleplayer von Splatoon 2, dass mir der sehr viel Spaß machen wird. Und ich möchte unbedingt dieser ganzen Splatoon-IP nochmal eine neue Chance geben und freue mich da deshalb sehr drauf, irgendwann im neuen Jahr mir dann mal Splatoon 2 anzugucken. Auf der 11 haben wir Mario Sport Superstars. Das ist so ein komisches Sportspiel für den Nintendo 3DS. Als das Spiel damals angekündigt wurde, hatte ich echt Bock auf dieses Ding, denn was ich so gesehen habe, sind da echt coole Sportarten drin. Und ich habe so das Gefühl, dass diese ganzen Sportarten alle für sich, so wie ich sie da gesehen habe, sehr, sehr gut umgesetzt sind. Und das ist dann irgendwie so eine kleine coole Sportsammlung von echt coolen Mario-Minispielen oder beziehungsweise Sportspielen an sich, auf die ich echt mal wieder Bock hätte. Und ich finde das echt schade, dass ich dieses Spiel noch nicht gespielt habe. Das sind jetzt so langsam die Spiele, auf die ich so richtig, richtig Bock habe. Und ja, bin ich echt heiß drauf. Ich weiß nicht warum, so eine blöde Sportsammlung, aber ich habe genau auf sowas mal wieder richtig Bock, auf so eine Sportspielesammlung und dann auf meinem 3DS, wo den man ja sowieso so langsam ausklingen lassen möchte. Ich möchte jetzt nämlich auch so langsam die letzten Titel für den 3DS spielen, damit ich auch mit dieser Konsole abschließen kann. So blöd das klingt. Auf der 10 haben wir schon wieder ein 3DS-Spiel. Ja, ich habe viel auf dem 3DS verpasst dieses Jahr, leider. Ever Oasis. Und ich glaube, da muss ich nicht großartig viel zu sagen. Ich glaube einfach, Ever Oasis hat ja auch Preise gewonnen, ist ein richtig verdammt gutes Japano-Rollenspiel und davon kann ich nie genug haben. Mehr weiß ich von diesem Spiel tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel spielt. Ich habe mir nur diesen einen Trailer angeguckt, habe gesagt, das sieht geil aus, die Leute fanden es geil, Kritiken gut. Ich habe gedacht, das musst du spielen. Ich hatte jetzt natürlich nicht so die Zeit für so ein langes Rollenspiel, aber das Ding wird auf jeden Fall noch gespielt. Auf der 9 haben wir Little Nightmares. Und das ist ein Spiel, was mich sehr interessiert und sehr, sehr fesselt vom ganzen Artwork her. Ich habe vom Tim, der hat dieses Spiel gespielt und hat mir davon ein bisschen was erzählt und so gezeigt. Und ich finde die ganze Aufmachung von dem Spiel unglaublich cool. Dass hier Ganze ja klein ist und dass das Spiel sich halt darum dreht, dass du dann halt viel größeren Dingen irgendwie entkommen musst. Und man hat das natürlich schon öfter mal so gesehen, aber jetzt gerade so dieser Gruselgedanke durch diesen Aspekt und dann in diesem besonderen Look, das sieht ja fast ein bisschen Tim Burton-mäßig aus, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und das ist halt kein so richtiges Schock-Horror-Spiel oder so, sondern es lebt von seinem Charme und von der besonderen Atmosphäre. Und alle, die das Spiel gespielt haben bisher, die haben gesagt, das ist ein tolles Spiel und deshalb freue ich mich darauf. Dieses Ding hier, ich wusste gar nicht, dass die Entwickler von To The Moon, dass sie überhaupt noch irgendwie an einem Spiel arbeiten. Gut, ich wusste, habe irgendwann mal gehört, sie arbeiten an einem dran, aber dass jetzt ganz schleichend Ende diesen Jahres Finding Paradise herausgekommen ist. Das ist von den gleichen Entwicklern von To The Moon. Das ist tatsächlich sozusagen ein Nachfolger von To The Moon. Und die Entwickler haben gesagt, dass man diese Spiele unabhängig voneinander spielen kann. Sie spielen sich sehr ähnlich, haben den gleichen Grundgedanken. Ich habe jetzt gar nicht, sind es auch die gleichen beiden Doktoren? Ich glaube ja, bin mir jetzt aber nicht so sicher. Auf jeden Fall spielt das wohl irgendwie im gleichen Universum. Man kann aber tatsächlich auch Finding Paradise zuerst spielen und dann To The Moon und trotzdem alles verstehen. Finde ich interessant und es ist mir eigentlich völlig egal, was ich jetzt noch von diesem Spiel erfahre. To The Moon ist für mich ein so unglaublich gutes Spiel. Ein unglaubliches kleines Meisterwerk, dass ich mir Finding Paradise auf jeden Fall angucken werde. Kann passieren, dass dieses Spiel To The Moon übertrifft. Dass sie da einen gleichen Grundgedanken haben und das Ganze noch viel geiler machen. Kann sein, dass das Spiel im Schatten von To The Moon steht und ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall erstmal bin ich da sehr heiß drauf, von so einem geilen kleinen Spiel einen Nachfolger spielen zu können. Auf der 7 haben wir Hey Pikmin. Und tatsächlich habe ich nicht viel mir angeguckt von Hey Pikmin. Ich weiß nur, es ist ein Sidescroller mit Pikmin. Jump'n'Run-mäßig, man kann trotzdem die Pikmin werfen, hat man ja so ein bisschen im Trailer gesehen. Und mehr weiß ich von Pikmin gar nicht. Ich habe nur diesen einminütigen Teaser gesehen, weil für mich damals einfach sowieso klar war, ich werde dieses Spiel spielen.
Ich liebe die Pikmin-IP und so ein Sidescroller auf dem 3DS. Ich, wie gesagt, im Moment möchte ich echt 3DS-Futter haben. 3DS-Futter, ich freue mich über alles auf dem 3DS. Und einfach ein Sidescroller mit Pikmin und sowas. Ich bin einfach übelst heiß drauf, überhaupt erstmal rauszufinden, was das für ein Spiel ist. Und mit der Pikmin-IP sind sie ja sowieso immer sehr vorsichtig und deshalb glaube ich, dieses Spiel wird echt gut und da freue ich mich drauf. Auf der 6 haben wir Hellblade und ich wusste lange nicht, was ich so von Hellblade irgendwie halten soll. Ich habe ja diese Trailer gesehen und habe von Leuten so ein bisschen gehört, worum es in diesem Spiel geht, diese Besonderheit, dass ja die Schauspielerin da Motion Capture und sowas, das soll ja so unglaublich gut sein und dass du keine Lebensanzeige hast, weder von dir noch von den Gegnern und dass das Spiel dadurch eine sehr, sehr eingängige Atmosphäre irgendwie hat und ich bin da übelst heiß drauf. Ich höre immer wieder von allen und ich lese auch immer wieder und ich glaube, dass auch das Hellblade etwas sehr Besonderes ist in der Art, wie dieses Spiel konzipiert wurde und ich habe da tatsächlich so ein bisschen was drüber mir an Meinung irgendwie angehört. Ich habe mir nicht unglaublich viel vom Spiel angeguckt, weil ich mich ja nicht irgendwie spoilern möchte. Aber das, was ich so gehört habe und auch von Leuten gehört habe, die sehr begeistert waren, glaube ich schon, dass diese ganzen Preise berechtigt waren und dass Hellblade ein echt schönes, kleines, besonderes Spiel ist. Und deshalb freue ich mich drauf. Auf der 5 haben wir ein Spiel, das ich tatsächlich schon besitze. Dead Cells. Ich habe dieses Spiel schon sehr, sehr lange, aber ich habe es tatsächlich auch schon, seitdem es damals in der Beta war. Open Beta. Und sowas mag ich ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, ich warte erstmal ab, weil das, was ich so von Dead Cells gesehen habe, ich habe damals tatsächlich bei irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr bei wem, das ist alles so lange her, ich glaube beim Teledude war das, der hat dieses Spiel mal gespielt. Und dann habe ich da so zugeguckt und war von dem Spiel so gefesselt, auch vom Teledude auch, aber vor allem vom Spiel, dass, wo ich dann gesagt habe, das kaufst du dir jetzt, sofort. Und dann habe ich gesehen, ach, das ist noch in der Beta, habe dann gesagt, okay, dann wartest du erstmal. Und dann habe ich es aus den Augen verloren und dann irgendwann habe ich so gesehen, ah, warte mal, Dead Cells. Und dieses Spiel sieht so cool aus, ja. Dieses Souls-artige, aber auch dieser besondere Stil, dieser besondere Artwork-Stil, das sieht halt übelst cool aus, das gefällt mir richtig gut. Und diese Gameplay-Idee mit den Fähigkeiten, mit dem Shop, dass du dir halt Währung, es ist so ein bisschen, wie man das so aus den Souls-Spielen kennt, aber halt auch irgendwie wieder auf eine ganz andere Art und Weise und einfach packt mich tierisch und das Spiel soll spielerisch auch so interessant sein, super schwer und genau nach sowas habe ich in letzter Zeit gesucht. Geil. Das hier ist auch ein Spiel, von dem ich irgendwann mal gehört habe, Hollow Knight. Und dann habe ich dieses Spiel, habe ich so gesehen, habe gedacht, das sieht cool aus. Und als ich mir jetzt nochmal so Trailer angeguckt habe und die ganzen Preise von diesem Spiel mir angeguckt habe, ich glaube, das Spiel ist genau mein Ding. Irgendwie habe ich sowieso so ein Spleen mit Rittern, ne? So, gibt's so einen anderen Ritter, den ich noch ganz cool fand. Shovel Knight und so. Aber das Spiel sieht so cool aus. Das sieht der ganze Stil, der ganze Charme in diesem Spiel, die ganze Gestaltung, das gefällt mir halt richtig gut. Das Gameplay sieht richtig spaßig aus. Es soll genau einen guten Schwierigkeitsgrad haben. Und ich brauche mir nur diesen Trailer anzugucken. Und ich weiß genau, dieses Spiel werde ich feiern. Das ist genau mein Ding. Und da, die Musik soll auch richtig gut sein. Und ich glaube, Hollow Knight ist einfach genau mein Fall. Dann haben wir ein Spiel, von dem ich sehr sicher bin, dass ich es mögen werde. Sonic Mania habe ich tatsächlich irgendwie einfach nicht unterbringen können, zeitmäßig. Ich wollte das Spiel unbedingt spielen. Ich bin froh, das mir jetzt auch irgendwann einfach mal als Retail-Version irgendwie kaufen zu können. Und natürlich dieses klassische 2D-Sonic. Und ich finde einfach die ganze Entwicklung von dem Spiel halt cool. Dass das halt von Sonic-Fans mit Sega zusammen Zusammenarbeit entwickelt wurde, von halt Leuten, die schon eine ganze Zeit lang halt so Hacks und sowas gemacht haben. Und die haben dann mit Sega zusammen Sonic Mania als Fanprojekt entwickelt. Und das wurde dann als offizielles Spiel rausgebracht. Und warum macht Nintendo sowas nicht endlich mal? Ach, meine Güte. Können die nicht so ein Super Mario World 2 auf dem als alte irgendwie ROM irgendwie digital rausbringen für Leute, die da Bock drauf haben? Es gibt so viele Leute, die an Super Mario World irgendwie mitarbeiten würden. Ach ja. Nee, freue ich mich tierisch drauf, bin ich schon lange heiß drauf. Auf Platz 2 haben wir ein Spiel, was ich tatsächlich auch schon gekauft habe, schon eine ganze Weile, als auch auf der Switch mir runtergeladen habe, was ich tatsächlich auch schon 2 Minuten gespielt habe. Dann kam leider was dazwischen. Ich wollte jetzt tatsächlich mit anfangen, aber jetzt wo tatsächlich, es kann sein, dass ich jetzt zum Ende des Jahres noch anfange, bin ich vielleicht zur Weihnachtszeit, weil ich nehme meine Switch ja mit.
Vielleicht habe ich da ein paar ruhige, so ein ruhiges Stündchen oder sowas. Mit Zelda bin ich ja durch mit dem DLC. Und deshalb wäre auf der Switch jetzt bei mir Rime angesagt. Kann aber auch sein, dass ich mein 3DS mitnehme und erstmal Pokémon zu Ende spiele. Und dann, aber für mich ist so Rime für dieses Jahr, ist für mich praktisch durch, habe ich nicht geschafft, dieses Spiel zu spielen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Denn als ich damals die ersten Videos zu Rime gesehen habe, da habe ich halt sofort gedacht, das ist so wunderschön. Es ist genau mein Fall. Und ich habe nicht viel mehr gesehen als so diese ersten paar Szenen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, worum dieses Spiel überhaupt irgendwie geht. Ich habe nur diesen Jungen gesehen, habe den Fuchs gesehen, habe die ganze Insel gesehen, die ganze Gestaltung, die Musik habe ich mir angehört und habe gedacht, ich möchte dieses Spiel einfach mal komplett erforschen und ohne vorher irgendwie großartig zu wissen, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt bei einem klassischen Zelda spielt, weil der Look ist ja ein bisschen Wind Waker-artig daran angelehnt. Es kann sein, dass das Spiel vom Gameplay her was ganz anderes ist, als man irgendwie so erwartet. Habe ich keine Ahnung, habe mir noch keine Infos angeguckt und das finde ich gut so. Ich freue mich mega drauf, Rime einfach mal zu entdecken. Und mein Top-Spiel, das ich dieses Jahr verpasst habe und wo ich mich sehr drauf freue, das irgendwann mal zu spielen, das ist ein sehr, sehr langes Spiel. Und es ist ein Spiel, was mich in ein Franchise, in eine IP einführen wird, auf die ich schon lange irgendwie scharf bin, und das ist Persona 5. Wenn ich immer wieder von so vielen Leuten höre, das ist für sie das Spiel des Jahres, und diese ganze Persona-Reihe ist, glaube ich, etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen wird, was eine tolle Abwechslung ist zu diesen klassischen JRPGs oder zu den westlichen RPGs. Einfach mal etwas total anderes. Und ich glaube, das ist genau mein Ding. Ich freue mich sehr, sehr drauf, irgendwann einfach mal in diese Persona-Reihe einzusteigen. Und der Einstieg wird dann wahrscheinlich Persona 5 sein. Ich hoffe natürlich, ich habe mich da jetzt noch nicht so mega informiert, dass man auch mit Teil 5 einsteigen kann. Ich hoffe es sehr, weil ich habe keinen Bock, 4 60 bis 100 Stunden Spiele vorher zu spielen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, kann ich einfach mit Teil 5 anfangen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so am Ende ein bisschen wortkarg wurde. Mir geht es tatsächlich gerade doch noch nicht so gut, wie ich dachte. Ich bin jetzt ständig am Husten und musste ständig auch, deshalb auch diese ganzen vielen Cuts, ich muss ständig meine Huster irgendwie rausschreien. Und es wird auch gerade ein bisschen anstrengend zu sprechen. Deshalb halte ich das Video jetzt hier am Ende ein bisschen kürzer, auch wenn ihr es so von mir gar nicht gewohnt seid. Dann drehe ich doch, denke ich mal, morgen direkt das andere Video, wenn ich die ganze Zeit huste und röchel. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich würde sagen, das war meine kleine, also Top-Liste oder einfach Liste zu den 20 Spielen, die ich dieses Jahr 2017 in diesem mega starken, mega geilen Spieljahr verpasst habe, aber wo ich mich sehr darauf freue, die irgendwann einmal nachzuholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Video gut fandet. Wenn, könnt ihr einfach einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, Daumen nach runter. Daumen nach runter, Daumen nach unten, Mann! Daumen runter oder Daumen nach unten. Sprich doch mal ordentliches Deutsch, Mann, du Vollidiot. Und natürlich möchte ich in den Kommentaren sehr gerne lesen, was sind eure Spiele, die ihr dieses Jahr verpasst habt, bei denen ihr aber sehr heiß drauf seid, die irgendwann einmal nachzuholen? Gibt es tatsächlich Leute von euch, die eine Switch haben seit März und vielleicht Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey oder sowas noch verpasst haben? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber schreibt mir mal in die Kommentare, welche Spiele habt ihr verpasst und das ärgert euch richtig und ihr freut euch sehr drauf, die irgendwann mal nächstes Jahr nachzuholen. Und morgen, am zweiten Weihnachtstag, kümmern wir uns einmal um die Videos, die für 2018 angekündigt sind und auf die ich mich tatsächlich dann am meisten freue. Und dann sehen wir uns morgen am zweiten Weihnachtstag. Habt noch eine wunderschöne Weihnacht. Bis morgen. Ciao.